Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie wiederum erneut begrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir beginnen ja dieses Wochenende Pfingsten, und so möchte ich heute in dieser Predigt und in dem zweiten Teil der Predigt dann ein wenig auf ein Gebet eingehen, ein Thema eingehen, das mit Pfingsten in unmittelbarem Zusammenhang steht. Und nämlich die Tatsache, dass damals ja zum Pfingstfest die neutestamentliche Kirche den Heiligen Geist erhalten hat. Und ich möchte heute einmal ein wenig zurückgehen für diejenigen von Ihnen, die bekehrt sind, in Anführungszeichen, die also den Heiligen Geist bereits bekommen haben. Und möchte aber auch die ansprechen, die den Heiligen Geist noch nicht bekommen haben, aber sich auf dem Weg dorthin befinden. Und ich möchte hierzu ein paar Fragen stellen. Zunächst einmal, wie war das, als Sie bekehrt wurden? Oder wie war das, als Sie einsahen, erkannten, dass sie sich auf dem Weg zur Bekehrung befinden? Wie ist das geschehen? Was ist geschehen in ihrem Leben? Wie hat dieser Prozess begonnen, um es anders auszudrücken? Erinnern Sie sich daran, dass als ihr Bekehrungsprozess, ihr Bekehrungsvorgang begann, als sie dieses erkannten, da erkannten sie auch, dass sie gesündigt haben. Sie erkannten, was Sünde ist, dass Sünde die Übertretung des Gesetzes Gottes ist. Sie erkannten, dass die Strafe für Sünde der Tod ist, der ewige Tod. Dass sie nichts tun konnten, um diese Strafe abzuschaffen, dass jemand anderes etwas für sie tun musste. Und dieser andere war Jesus Christus, der kam, um für sie, ganz persönlich gesehen, zu sterben. Damit durch seinen Tod die Strafe für ihre Sünde abgeschafft werden könnte, wenn sie ihre Sünde bereuen würden, was nichts anderes bedeutet, als dass es ihnen sehr leid tat, dass sie gesündigt hatten und dass sie nun begonnen, den richtigen Weg zu gehen, die Sünde abzulassen, den Weg der Sünde aufzugeben, den richtigen Weg zu gehen. Dass sie den Glauben entwickelt haben, dass durch den Opfertod Jesu Christi die Vergebung ihrer Sünden möglich werden konnte. Dass sie den Glauben daran hatten, dass Jesus Christus für sie gestorben ist, dass ein Opfer absolut notwendig war, aber auch ausreichend, um die Strafe der Sünde, den Tod, von ihnen wegzunehmen. Und sie haben dann begonnen zu begreifen, dass, um den Heiligen Geist erhalten zu können, sie sich taufen lassen mussten. Und zwar spreche ich hier von der einzig richtigen Taufe, der Erwachsenentaufe. Durch das Untertauchen unter das Wasser. Heute spricht man viel in einigen Zirkeln, in einigen Bereichen von der sogenannten Geisttaufe, als ob das etwas anderes wäre als die Wassertaufe. Und da wird natürlich sehr viel auch Falsches argumentiert. Und man denkt, dass man sich gar nicht durch das Wasser taufen lassen müsse, dass man irgendwie auf übernatürliche Weise durch die Geisttaufe den Heiligen Geist erhalten könnte. Eine absolute irrtümliche Auffassung. Aber sie erkannten, dass sie sich im Wasser durch das Untertauchen in das Grab sozusagen haben taufen lassen müssen. Und als sie dann herauskamen aus diesem wässrigen Grab, denn es war ja nun wirklich ein Grab, wenn sie lange genug in diesem Grab gewesen wären, dann wären sie ja ertrunken, dann wären sie gestorben. Und dies wurde alles symbolisiert dadurch, dass sie jetzt sich haben taufen lassen. Ihr alter Mensch, ihre alte Persönlichkeit wurde sozusagen gekreuzigt, er starb. Und als sie aus diesem wässrigen Grab herauskamen, da erkannten sie, dass sie ein neuer Mensch, eine neue Persönlichkeit werden mussten. Und dann hat ein Prediger der Kirche Gottes ihnen die Hände aufgelegt und hat zu Gott, dem Vater, darum gebeten, dass sie den Heiligen Geist erhalten würden. Und wenn das alles so geklappt hat, wenn alle die Voraussetzungen vorgelegen haben, dann haben sie in der Tat den Heiligen Geist erhalten. Und es gibt kein Versprechen in der Bibel für neutestamentliche Christen, dass sie den Geist auf irgendeine andere Weise erhalten könnten, als wie ich es gerade geschildert habe. Und diejenigen, die meinen, dass sie den Heiligen Geist bereits haben, als sie als Kind getauft worden sind, oder durch diese sogenannte Geistestaufe, die befinden sich in einem kolossalen, gewaltigen Irrtum. Aber sie haben das verstanden. Sie hatten das erkannt. Nun, wie haben sie das erkannt? Haben sie das deshalb erkannt, weil sie nur hart genug daran gearbeitet haben, die Wahrheit verstehen zu können? Haben sie es deshalb erkannt, weil andere sie davon überzeugt haben, durch berauschende Worte des Intellekts,
Wie haben Sie diese Wahrheit erkannt? Und um es anders auszudrücken, wenn Sie die Wahrheit erkannt haben, können Sie jetzt hingehen und anderen diese Wahrheit näher bringen, dadurch, dass Sie versuchen wollen, die zu bekehren? Kann das überhaupt geschehen? Nun, ich möchte heute dies näher betrachten. Und ich möchte heute auch im Hinblick auf das Pfingstfest, das wir ja alle dieses Wochenende halten, die Frage erläutern, wie Sie zu einer Erstlingsgabe werden konnten. Denn Sie werden ja, wenn Sie heute berufen sind, wenn Sie heute bekehrt sind, ein Erstling genannt. Ein Erstling der gewaltigen Ernte aller Menschen, die noch kommen wird. Wir müssen verstehen, meine Damen und Herren, dass wenn Sie die Wahrheit erkannt haben, das einzig und allein deshalb geschehen ist, weil Gott Ihnen diese Erkenntnis geschenkt hat, als ein Geschenk. Sie von sich aus konnten und können die Wahrheit nicht erkennen. Und das ist auch der Grund, warum heute die überwiegende Masse der Menschen die Wahrheit nicht erkennen. Nun, die mögen etwas von Gott wissen, die mögen vielleicht wissen, dass es Gott gibt, sie mögen vielleicht von Jesus Christus gehört haben, aber wer und was wirklich Gott ist, warum der Mensch erschaffen wurde, was die Zukunft des Menschen ist, wie der Mensch sich verhalten muss heute, um diese Zukunft erlangen zu können, all dies wird nur dann verstanden von Menschen, wenn Gott es ihnen offenbart. Um es anders auszudrücken, um von Gott berufen zu sein, müssen Sie das Geschenk der Berufung zunächst einmal annehmen. Gott ruft, aber was ist Ihre Reaktion? Das geht nicht nur um die Menschen, die noch nicht getauft sind. Es geht auch um uns alle, die wir bereits getauft sind, die wir vielleicht den Heiligen Geist schon für lange Zeit haben. Auch für uns ist diese Predigt wichtig und die darauffolgende Predigt, weil wir, wie wir noch sehen werden, uns weiterhin auf dem Weg der Wahrheit begeben müssen. Wir müssen dazu lernen. Wir können nicht sagen, ach, wir haben jetzt die Wahrheit erkannt im Augenblick, als wir getauft wurden, und damit hat sich dies. Wenn wir nicht dazu lernen, werden wir das, was wir haben oder zu haben meinen, verlieren. Nun schauen wir uns einmal an, was Christus uns in Johannes im ersten Kapitel sagt. Johannes Kapitel 1 und die Verse 10 bis 12. Johannes Kapitel 1, die Verse 10 bis 12. Richtig verstanden, sagen diese Verse sehr viel aus, was die meisten, auch diejenigen, die sich heute zum Christentum bekennen, nicht verstehen. Johannes Kapitel 1, angefangen in Vers 10. Er war in der Welt, Jesus Christus, aber die Welt ist durch ihn und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Schauen Sie, Jesus Christus hat die Welt erschaffen. Gott der Vater erschuf die Welt durch Jesus Christus. Jesus Christus war eine Persönlichkeit, die bereits seit aller Ewigkeit existiert hat. Und Gott der Vater erschuf alles durch Jesus Christus, inklusive die Welt, inklusive diesen Planeten Erde, inklusive Sie und mich, inklusive die Menschheit, inklusive das gesamte Universum. Sogar die unsichtbare Welt der Engel ist durch Jesus Christus erschaffen worden. Und so heißt es hier, er war in der Welt, denn er kam als ein Mensch in diese Welt. Er wurde als ein Mensch geboren. Er war Gott, aber er wurde zu einem Menschen, um als Mensch die Sünde überwinden zu können, um als Mensch für sie sterben zu können, sodass sie Vergebung der Sünden erlangen könnten. Noch einmal, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Warum erkannte sie ihn nicht? Sie hatten die Gabe der Erkenntnis von Gott nicht erlangt. Und so lesen wir in Vers 11, er kam in sein Eigentum. Nun, das Eigentum bezieht sich hier zunächst einmal auf die gesamte Welt, aber dann ganz spezifisch auf das Volk Juda. Denn er war ja ein Jude, er kam ja vom Volk Juda. So, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, Vers 12, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Warum nahmen sie ihn an? Warum glauben sie an Christus, an sein Opfer, an die Tatsache, dass durch seinen Opfertod sie Vergebung der Sünden erhalten können? Vers 13, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches,
noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und wir hatten in vorausgehenden Predigten bereits gesagt, dass das Wort für geboren im Griechischen genau sowohl mit geboren als auch mit gezeugt übersetzt werden kann. Und hier wäre eine bessere Übersetzung, die von Gott gezeugt sind. Wir sind gezeugt, wenn wir den Heiligen Geist erlangt haben. Wir sind wieder geboren, wenn wir ins Reich Gottes eingehen. Aber schauen Sie, was hier gesagt wird. Sie nahmen Christus an, sie glaubten an seinen Namen, nicht weil sie den Willen hatten, dies zu tun, nicht weil das irgendwie eine fleischliche, menschliche Regung war, einzig und allein deshalb, weil sie von Gott gezeugt worden sind. Es entsprach dem Willen Gottes. Gott begann den Berufungsprozess. Und wenn Gott jemanden nicht beruft, dann kann diese Person tun und lassen, was sie will. Sie wird nicht in diesem Leben zu Gott kommen. Nun, das bedeutet nicht, dass diese Person dann für alle Ewigkeit verloren ist, denn wir wissen ja, dass es noch eine zweite Auferstehung gibt. Eine Auferstehung des großen weißen Throngerichtes, wie sie uns in Offenbarung Kapitel 20 geschildert wird, wenn alle Menschen, die nicht in diesem Leben berufen worden sind, dann die Gelegenheit haben werden, in dieser Auferstehung berufen zu werden. Aber Gott hat ganz klar und deutlich bestimmt, dass er in diesem Leben zu dieser Zeit nur wenige berufen wird. Die Erstlinge seiner Schöpfung. Und sie müssen von Gott berufen sein, um Gott erkennen zu können. Und sie müssen sich natürlich fragen, diejenigen von Ihnen, die noch nicht den Heiligen Geist erlangt haben, sind sie von Gott berufen? Und wir werden heute und auch in der nächsten Predigt sehen, woran man dies erkennen kann. Und wenn Sie den Heiligen Geist erlangt haben, dann denken Sie daran, dass Sie damit eine Verantwortung erhalten haben, weiterzumachen auf diesem Weg hin ins Reich Gottes. Nicht abzufallen, nicht nachzulassen, nicht aufzugeben. Schauen wir uns nun in Kapitel 1, Vers 13 an. Johannes 1 und Vers 13. Das hatten wir gerade gelesen. Es war also aufgrund des Willen Gottes, dass jemand berufen wurde. Nun 2. Timotheus. 2. Timotheus, Kapitel 1. 2. Timotheus, Kapitel 1 und die Verse 8 und 9. 2. Timotheus, Kapitel 1, angefangen in Vers 8. Und hier sagt Paulus etwas sehr Bedeutsames über die Wahrheit. Er sagt, darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, sagt er hier zu Timotheus, oder man kann auch übersetzen, schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn. Schauen Sie, es war das Zeugnis, die Botschaft, die gute Nachricht, das Evangelium, das Jesus Christus brachte. Es war dieses Zeugnis, das er uns hinterlassen hat. Und so sollen wir auch heute das Evangelium zu einem Zeugnis in aller Welt verkünden. Und er sagt hier zu Timotheus, schäme dich nicht dieses Zeugnisses. Viele schämen sich, die Wahrheit auszusprechen, weil sie nicht sehr populär ist, in vieler Hinsicht. Und er sagt hier, schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, der ich ein Gefangener bin und sein Gefangener bin. Er schrieb diesen Brief, als er im Gefängnis war. Und es war vielleicht menschlich verständlich, dass man sich jetzt schämen würde, mit einem Menschen assoziiert zu sein, der jetzt im Gefängnis war. Aber Paulus war natürlich unschuldig im Gefängnis. Er litt um des Evangeliums willen. Er war willens, ins Gefängnis zu gehen, um der Wahrheit willen. Und so sagt er, schäme dich nicht unseres Zeugnisses, des Zeugnisses unseres Herrn, schäme dich nicht meiner, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Vers 9. Er hat uns selig gemacht und berufen mit seinem heiligen Ruf. Schauen Sie, nicht nach unseren Werken, nichts, was Sie getan haben, nichts, was ich getan habe, hat dazu beigetragen, dass Gott uns berufen hat. Nein, er hat uns berufen mit seinem heiligen Ruf, damit wir heilig werden könnten. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach seiner Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Gott hat bereits vor der Zeit der Welt entschieden, dass Sie heute berufen werden sollten, wenn Sie heute berufen sind. Es geschah aufgrund seines Ratschlusses. Es geschah nicht aufgrund des fleischlichen Willens. Es geschah nicht aufgrund unserer Werke. Aber schauen Sie, was hier gesagt wird. Schauen Sie, was Paulus hier betont. Es geschah nach seinem Ratschluss und seiner Gnade, die uns gegeben ist. Ein Geschenk wird hier zum Ausdruck gebracht, eine Gabe.
Gott hat uns diese Gabe der Berufung gegeben. Ein Geschenk, das von Gott kommen muss. Und dieses Geschenk ist notwendig für unseren heiligen Ruf, für unsere heilige Berufung. In Galater Kapitel 1. Galater Kapitel 1 lesen wir Vers 15. Galater Kapitel 1 und Vers 15. Als es aber Gott wohlgefiel, sagt Paulus hier, der mich von meiner Mutter Leib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat. Dann tat Paulus hier einiges, wie er dann fortfährt zu beschreiben. Also Gott hatte Paulus, als er noch der Saulus war, schon von seinem Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen, ihm das Geschenk der Berufung gegeben, lange bevor Paulus irgendetwas getan hat, was dazu irgendwie beigetragen hätte, dass er berufen werden würde. Im Gegenteil, er war ja der Saulus, er hat ja sogar die Christen verfolgt. Aber Gott hatte bestimmt, dass er den Paulus berufen würde zu seiner Zeit, in dieser Zeit, vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und wir wissen ja, dass Paulus dann einer der gewaltigsten und einflussreichsten Apostel geworden ist. Wenn Gott uns beruft, dann gibt er uns Verständnis. Und wenn wir berufen sind, wenn wir den Heiligen Geist bereits erlangt haben, dann müssen wir weiter in unserer Berufung und im richtigen Verständnis wachsen. Gott gibt uns Verständnis, wenn er uns beruft. Auch das ist wichtig zu begreifen. Ihr Verständnis, was Sie als ein Mensch haben, nützt Ihnen absolut überhaupt nichts, wenn es darum geht, Gottes Wahrheit zu erkennen. Sie können Gottes Wahrheit nur dann erkennen, wenn Gott Ihnen das Verständnis dazu gibt. Und die meisten Menschen heute, auch viele, die mir hin und wieder schreiben, die Predigten von mir hören, wenn man so ein wenig dann liest, was da beschrieben ist, dann kann man erkennen, da liegt kein großes Verständnis vor, ein oberflächliches Verständnis vielleicht, aber kein tiefes Verständnis. Ich bekam letztens einen Brief von jemandem, der anfing zu schreiben, lieber Herr Link, und er hat mich dann also sehr gelobt für meine Predigten, aber dann merkte ich bereits, dass er auf etwas anderes hinaus wollte. Und als ich dann nicht so reagierte, wie er das so gerne gehabt hätte, da war ich auf einmal von einem Dämon besessen. Ich meine, das wundert mich keineswegs. Denn Christus wurde beschuldigt, von einem Dämon besessen zu sein. Und er sagte ja, wenn Sie mich dessen beschuldigen, wie viel mehr werden Sie dann euch, meine Jünger, beschuldigen? Gott muss uns das Verständnis geben. Wenn Gott uns das Verständnis nicht gibt, ist unser Verständnis total wertlos und nutzlos und ohne Konsequenz. Matthäus Kapitel 11 und Vers 27. In dem Zusammenhang möchte ich auch gleich sagen und ein wenig davor warnen, dass man sich nicht allzu sehr auf das Internet stützt und stürzt und versucht, Verständnis von gewissen Quellen zu erhalten. Beachten Sie zunächst einmal, wer diese Quellen sind. Wenn diese Quellen nicht in Harmonie sind mit Gottes Wort, wenn diese Quellen nicht von Menschen produziert werden, die Gottes Geist haben, wie wollen Sie da geistliche Wahrheit von solchen Quellen erlangen? Auch wiederum dies ein Wort der Warnung für die, die Ohren haben zu hören. In Matthäus 11 und Vers 27, Matthäus 11 und Vers 27, da lesen wir Folgendes. Alles ist mir übergeben, sagt Christus hier, von meinem Vater. Schauen Sie, dem Vater gehört alles, aber er hat alles Christus hier übergeben. Er wird ja auch durch Jesus Christus die Welt richten, wie wir lesen, und durch Jesus Christus die Menschen auferwecken aus ihren Gräbern. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Schauen Sie, wenn Jesus Christus uns nicht offenbaren will, wer der Vater ist, was der Vater ist, wer Gott ist, wer er ist und war, dann können Sie Gott nicht erkennen. Verstehen Sie das?
Nur wenn Gott ihnen offenbart, wer und was er ist und warum er den Menschen überhaupt erschaffen hat, können sie die Wahrheit der Bibel verstehen. Sie können die Bibel zigtausendmal durchlesen, von Anfang bis Ende. Und wenn Gottes Geist sie nicht dabei leitet, verstehen sie nichts von dem, was das Grundsätzliche ist, was in der Bibel geschrieben steht. In Matthäus Kapitel 16. Matthäus Kapitel 16. Die Verse 15 bis 17. Denn viele Menschen hatten irgendwie eine Vorstellung, was Christus so war, und verschiedene Ideen. Und dann sagt Christus zu seinen Jüngern in Vers 15, ja, was sagt denn ihr, dass ich sei? Vers 16, da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Er hatte die Wahrheit erkannt. Wieso hatte er diese Wahrheit erkannt? Wieso konnte er diese Wahrheit aussprechen? Und Jesus antwortete, Vers 17, und sprach zu ihm, selig bist du, glücklich bist du, glücklich zu preisen bist du. Du bist auf dem Weg hin zum Heil. Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Deine eigene Intelligenz hat dir das nicht offenbart. Andere Menschen haben dir das nicht offenbart. Sondern mein Vater im Himmel. Die einzige Möglichkeit, der einzige Grund, warum Simon Petrus erkennen konnte, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes war, war, dass der Vater ihm dies offenbart hatte. Der Vater hatte ihm diese Wahrheit geschenkt. Und er hatte diese Wahrheit akzeptiert. In Matthäus 19 und Vers 11. Matthäus 19 und Vers 11. Er spricht hier über Ehe, über Ehescheidung, über Ehelosigkeit, und viele Menschen sind da total verwirrt über diese Frage. Und so sagt er hier auch in Vers 11, dies Wort fassen nicht alle, dies Wort fassen, begreifen, erkennen, akzeptieren nicht alle, sondern nur die, denen es gegeben ist. Also auch hier ein Aspekt der Wahrheit, von dem Christus sagt, nur diejenigen, die es fassen, fassen es, weil es ihnen von Gott geschenkt worden ist, dies zu erkennen. Wiederum, der Wille des Fleisches, Fleisch und Blut, kann selbst eine solche Lehre nicht verstehen. Und deswegen gibt es heute auch so viele Unstimmigkeiten, Verunsicherungen, Verwirrung im Hinblick auf die Frage von Ehe und Ehescheidung und Ehelosigkeit. Und die Extreme sind ja noch mannigfaltig. Aber was ist die Wahrheit? Schauen Sie, die Wahrheit kann sich nur aus der Bibel ergeben. Aber auch dann, nur dann, wenn Gott Ihnen diese Wahrheit aus der Bibel offenbart, wenn er Ihnen den Sinn öffnet dafür, das zu erkennen, was er lehrt. Viele können das nicht fassen, viele können das nicht begreifen, was Christus hier und in anderen Stellen selbst über diese Frage gelehrt hat. In Johannes Kapitel 6, Johannes Kapitel 6, die Verse 41 bis 45. Johannes Kapitel 6 und die Verse 41 bis 45. Christus hat hier etwas gelehrt, was natürlich die Juden nicht verstanden. Aber wenn sie damals dort gewesen wären, wenn Gott sie nicht berufen hätte, dann hätten sie das auch nicht verstanden. Und weil sie es nicht verstanden haben, fingen sie an zu murren, sich zu beklagen. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Vers 42, und sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wieso spricht er dann, ich bin vom Himmel gekommen? Die haben natürlich nicht akzeptiert, dass Jesus Christus Gott war, der im Himmel gelebt hatte, der jetzt Mensch geworden war. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Dieses große weiße Throngericht, von dem ich eben schon gesprochen habe, diese zweite Auferstehung, die dann sich auf jene bezieht, die die Wahrheit noch nicht erkannt haben. Aber er bezieht sich hier auch auf diejenigen, die die Wahrheit erkannt haben. Und die wird er auferwecken im Zeitpunkt seiner Wiederkunft. Und die wird er dann verwandeln zu Geistwesen. Diejenigen, die vom Vater gezogen sind, die zu Jesus Christus gekommen sind, die werden auferweckt werden im Zeitpunkt seines ersten Kommens oder seines zweiten Kommens, will ich einmal sagen, wenn er die erste Auferstehung bewirkt. Aber es heißt hier in Vers 45, es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle
von Gott gelehrt sein. Und dies bezieht sich, wie ich sagte, auf die zweite Auferstehung. Dann werden alle Menschen die Wahrheit erkennen. Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Dann, aber auch bereits jetzt. Aber schauen Sie, Sie können heute nicht zu Jesus Christus kommen. Sie können heute nicht zu Gott, dem Vater, kommen. Es sei denn, der Vater zieht Sie. Der Vater öffnet Ihnen den Sinn für seine Wahrheit. Deswegen ist es total vergeblich, wie ich schon sagte, wenn Sie versuchen wollen, Menschen die Wahrheit in der Weise zu lehren, dass Sie sie denen aufzwingen wollen. Damit erreichen Sie nichts. Sie auf einen Marktplatz zu stellen mit einem Zeichen, einem Schild und dann irgendwie da großartige Reden zu führen, das bringt nichts. Das bringt nichts, weil Gott muss ja zunächst einmal jemanden zu seiner Wahrheit ziehen, damit er überhaupt die Wahrheit erst einmal verstehen kann. Schauen Sie, wenn ich zu Ihnen in dieser Weise spreche, wie ich es tue, über das Internet, Sie haben die Möglichkeit abzuschalten. Und wenn Sie abschalten, okay, dann haben Sie halt kein Interesse an dem, was gesagt wird. Ich dränge mich Ihnen keineswegs auf. Es liegt an Ihnen, ob Sie zuhören wollen oder nicht. Der Punkt hier ist, die Juden murrten, weil sie nicht verstanden, was Christus sagte. Sie verstanden nicht, weil Gott ihnen das Verständnis nicht gegeben hatte. Gott gibt das Verständnis auch heute nur wenigen, denen, die heute berufen sind, die zu den Erstlingen seiner Schöpfung werden sollen. In Johannes Kapitel 6 lesen wir weiter in Vers 60. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, das waren seine Jünger. Die waren scheinbar in gewisser Weise mit einem Aspekt der Wahrheit vertraut worden. Sie fühlten sich angezogen von Christus zumindest. Die folgten ihm nach. Aber die sagten, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war. Also er sagt, ich werde sogar wieder auferweckt werden. Ich bin nicht nur aus dem Himmel gekommen, sondern ich werde auch in den Himmel zurückfahren. Und ihr werdet das sehen. Nun, wir müssen verstehen, zu diesem Zeitpunkt waren keine der Jünger in dem Sinne bekehrt, dass sie den Heiligen Geist hatten. Der Heilige Geist wirkte mit ihnen, gab ihnen schon ein gewisses Maß an Verständnis, wie zum Beispiel dem Petrus, als er erkannt hatte, dass Christus der Sohn des lebendigen Gottes war. Aber der Heilige Geist würde in ihnen sein, wenn er ihnen im Zeitpunkt des Pfingstfestes gegeben würde. Deswegen war ihr Verständnis noch sehr begrenzt. Es war schon in gewisser Weise vorhanden zu einem gewissen Maße, aber natürlich noch nicht in größerer Weise. Und so sagt er jetzt hier, weitergelesen in Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Schauen Sie, der Geist Gottes gibt ihnen Verständnis und er gibt ihnen dann das Leben, wenn sie den Geist in sich behalten und wenn sie dann im Zeitpunkt ihres Todes oder wenn Christus zurückkommt und sie sollten noch leben, verwandelt werden. Das heißt nicht im Zeitpunkt des Todes, aber wenn Christus zurückkommt, werden sie dann auferweckt werden von den Toten und verwandelt werden zu Geistwesen. Aber sie müssen den Geist Gottes haben, wenn sie sterben. Denn sonst werden sie nicht verwandelt werden bei ihrer Auferweckung in ein Geistwesen. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Es ist auch nichts Nütze, wenn es um das Verständnis der Wahrheit geht. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und die sind Leben. Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Vieles wird hier zum Ausdruck gebracht. Das waren Jünger Christi und viele von den Jüngern glaubten gar nicht mal an ihn. Die folgten ihm zwar nach, aber die glaubten nicht. Warum glaubten sie nicht? Wie wir noch sehen werden, weil sie die Gabe des Glaubens nicht erhalten hatten von Gott. Und deswegen wusste natürlich Christus auch, wer nicht glauben würde. Er wusste ja, wer die Gabe des Glaubens nicht erhalten hatte. Und dann lesen wir hier noch einmal, dass er sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es sei ihm vom Vater gegeben. Wiederum wird hier das Geschenk der Berufung
das Geschenk des Verständnisses zum Ausdruck gebracht. Sie können nicht zu Gott kommen, meine Damen und Herren, es sei denn, Gott gibt ihnen das Geschenk, zu Gott kommen zu können. Aber wenn er ihnen das Geschenk anbietet, dann liegt es an ihnen, dieses Geschenk auch anzunehmen. Viele, wie wir noch sehen werden, lehnen das Geschenk Gottes ab heute. Nun, wir wissen nicht, in welcher Weise Gott jemanden beruft. Möglicherweise waren es wie diese Jünger hier, die zwar Jünger Christi wurden, aber gar nicht mal an Gott glaubten. Von daher waren sie auch nicht in dem Sinne berufen. Aber der Mensch kann das nicht unbedingt so erkennen. Es hatte den Anschein, es waren Jünger, die von Christus berufen worden waren. Wie können wir die Wahrheit erkennen? In Johannes Kapitel 17, die Verse 8 und 9. Johannes Kapitel 17 und die Verse 8 und 9. Hier ist ein Gebet, das Christus sprach zu Gott dem Vater, kurz vor seiner Verhaftung, seiner Gefangennahme. Er sagt hier in Vers 8 von Johannes Kapitel 17, denn die Worte, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen. Nicht nur, dass Gott ihnen hier das Angebot des Verständnisses gemacht hatte, sondern die haben dieses Angebot angenommen. Sie haben es angenommen. Und sie sind wahrhaftig und haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und jetzt sagt er etwas sehr Bedeutsames in Vers 9. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Nun, er würde für sie bitten, hat es vorher bereits schon getan, dass ihr Glaube nicht nachlassen würde. Sie hatten Christus anerkannt, sie hatten ihn angenommen, sie haben geglaubt, aber wie Christus nachher auch oder vorher bereits schon Petrus gesagt hatte, Satan würde kommen und alle Jünger verunsichern. Und so sagte Christus, ich bete für deinen Glauben, Petrus, weil Petrus der Führer der Kirche werden würde, dass dein Glaube nicht nachlasse und dass du deine Jünger stärken würdest. Wie ich sagte, wenn sie zum Glauben gekommen sind, wenn sie den Heiligen Geist erhalten haben, dann ruhen sie sich nicht auf ihren Lorbeeren aus. Der Weg hin zum Reich Gottes ist ein kontinuierlicher Weg. Und er beinhaltet Versuchungen, er beinhaltet Prüfungen, er beinhaltet Schwierigkeiten. Aber wir dürfen nicht nachlassen, wir dürfen nicht aufgeben, wenn wir uns diesen Schwierigkeiten gegenübersehen. In Johannes Kapitel 18, Vers 37. Johannes Kapitel 18 und Vers 37. Da steht er jetzt vor Pilatus. Der Pilatus verhört ihn. Und da fragt ihn Pilatus, so bist du denn auch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Und Teil der Wahrheit war natürlich, dass er ein König war. Der König über Israel, der König über Juda, der König über die ganze Welt, der zurückkommen würde, um die Weltherrschaft zu übernehmen. In der nahen Zukunft. Er sagt, ich bin dazu geboren, ich bin in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Pilatus war nicht von der Wahrheit, denn er sagt, ja, was ist die Wahrheit? Der hörte die Wahrheit nicht, der hörte die Stimme Christi nicht. Die Frage ist, hören Sie die Stimme Christi? Erkennen Sie die Wahrheit? Sie können die Wahrheit nur dann erkennen, wie Christus sagt, wenn Sie aus der Wahrheit sind. Nun, wie können Sie aus der Wahrheit sein? Wie können Sie die Wahrheit erkennen? Wie können Sie die Wahrheit begreifen? Johannes Kapitel 18 und Vers 37 macht sehr deutlich, dass Sie aus der Wahrheit sein müssen, um die Wahrheit erkennen zu können. Nun, wiederum gefragt, wie können Sie zu dem Punkt gelangen, die Wahrheit zu erkennen? Oder wie können Sie zu dem Punkt gelangen, mehr und mehr von der Wahrheit zu begreifen? Dadurch, wie ich sagte, dass Sie auf das Internet gehen und da großartige Searches durchführen, um zu sehen, was so die anderen so sagen und sich dann dadurch nur verwirren lassen? 1. Korinther Kapitel 2. 1. Korinther Kapitel 2
und Vers 1. Da sagt Paulus: Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Schauen Sie, zunächst einmal handelt es sich um ein Geheimnis. Wer und was Gott ist, wer und was der Mensch ist, warum der Mensch erschaffen wurde, dass der Mensch Teil der Gottfamilie werden soll und wie dies möglich ist, alles dies ist zunächst einmal ein Geheimnis. Das Geheimnis muss offenbart werden. Paulus tat dies nicht dadurch, dass er jetzt hohe intellektuelle Ansprüche hatte, dass er in den Worten der Universitätsweisheit dieser Welt sprach, obwohl er sehr gebildet war. Nein, er sprach in ganz anderer Weise. Schauen Sie, was er tat in Vers 20. 1. Korinther 1 und Vers 20. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit, diese menschliche Weisheit, dieses Fleisch und Blut, der Wille des Menschen, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte. Schauen Sie, die Weisheit dieser Welt verhindert, Gott zu erkennen. Da gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, dieser physischen, menschlichen, intellektuellen Weisheit. Und die Juden, die wollen Zeichen, Beweise, dass hier in diesem Falle Jesus Christus wirklich der Messias war. Die wollten, dass er das Reich Gottes bereits damals schon aufrichtete. Und als er dies nicht tat, als er sie damals nicht von den Römern befreite, da haben sie sich gegen ihn gewandt und ihn gekreuzigt. Wir aber, Vers 23, wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis. Schauen Sie, die wollten ja nicht, dass der gekreuzigt wurde, die wollten, dass der damals schon das Reich Gottes errichtete über Israel. Und den Griechen eine Torheit, die sagen, ja, wie war's der Christus hier? Wenn der weise gewesen wäre, hätte er sich nicht umbringen lassen. Aber Paulus sagt, denen aber, die berufen sind. Schauen Sie, man muss berufen sein, um die Wahrheit zu erkennen und akzeptieren und anzunehmen. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wenn sie berufen sind, dann werden sie erkennen, dass Jesus Christus die Kraft Gottes und die Weisheit Gottes personifiziert. Dadurch, was er tat, dadurch, was er heute tut, dadurch, was er noch tun wird. Vers 25, denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Und dann spricht er über unsere Berufung. Vers 26, seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen in dieser Welt, weil diese Welt ja dies alles so als lächerlich abtut. Wer kann denn heute noch im 21. Jahrhundert an die Bibel glauben? Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden machte, letztendlich. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist in dieser Welt. Denn diese Welt ist ja dem Untergang verschrieben, die geht ja dem Untergang entgegen, weil eben durch ihre Weisheit Gott abgelehnt wird, die Worte Gottes abgelehnt werden. Aber auch hier wiederum, sie müssen berufen sein. Sie müssen von Gott berufen sein, um überhaupt diese Wahrheit erkennen zu können. Wenn Sie versuchen wollen, die Weisen dieser Welt von dieser Wahrheit zu überzeugen, es sei denn, sie sind berufen, das heißt ja nicht viele Weise nach dem Fleisch sind berufen, einige schon, die meisten aber nicht. Aber wenn Sie an jemanden sich wenden, der nicht berufen ist, der wird Sie verspotten, der wird Sie als lächerlich, als möglicherweise sogar ein bisschen sonderbar abtun. Vielleicht nicht nur ein bisschen sonderbar. In Lukas Kapitel 10, Lukas Kapitel 10 und Vers 21, Lukas Kapitel 10 und Vers 21. Zu der Zeit, er hatte gerade gesagt, ihr sollt euch freuen, ihr Jünger, dass eure Namen im Himmel niedergeschrieben sind, als Berufene. Zu der Zeit freute sich Jesus im Heiligen Geist. Und sprach,
Schauen Sie, Christus hatte den Heiligen Geist. Der Geist des Vaters lebte in ihm. Und zwar, wie wir in anderen Stellen lesen, ohne alle Beschränkung. Das war auch der Grund, warum Christus, ein Mensch, die Wunder tun konnte, die er tat. Er freute sich im Heiligen Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies, diese Weisheit, den Weisen und Klugen verborgen hast. Verborgen hast. Und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohl gefallen. Und Christus dankte ihm dafür, für zwei Dinge. Schauen Sie, er verstand natürlich. Er hatte das ja klar und deutlich gesagt. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater ziehe ihn. Mit anderen Worten, Gott musste die Wahrheit den Jüngern, die er berufen würde, offenbaren. Wenn er sie nicht offenbarte, den Menschen gegenüber, die würden nach wie vor die Wahrheit nicht erkennen. Insoweit hat er sie dann nach wie vor den anderen Menschen gegenüber verborgen, weil er sie eben nicht offenbart hat. Und Christus wusste, dass die Wahl, die Gott getroffen hatte, wen er berufen würde und wen er nicht berufen würde, in dieser Jetztzeit eine ausgesprochen wichtige und richtige und allein richtige Wahl war. Und so hat Christus hier Gott dafür gepriesen, dass er es so und nicht anders getan hatte. Aber auch hier sehen wir wiederum, dass Gott die Wahrheit offenbaren muss, damit wir sie erkennen können. Schauen wir uns noch einmal in 1. Johannes Kapitel 5 eine weitere Stelle an in diesem Zusammenhang. 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 19 und 20. 1. Johannes Kapitel 5 und die Verse 19 und 20. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, wir sind in der Wahrheit, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das ist das Endresultat unserer Berufung, das ewige Leben zu erhalten. Aber zunächst einmal sehen wir, dass uns Gott den Sinn dafür gegeben hat, dass wir überhaupt den Wahrhaftigen erkennen können. Die meisten Menschen heute, die meinen, sie haben Gott erkannt, haben Gott nicht erkannt. Die haben einen Gott erkannt, eine erste Ursache vielleicht. Oder sie glauben an einen falschen Gott oder an falsche Götter. Sie meinen, es ist ja doch egal, an was man glaubt, solange man an etwas glaubt, denn alles das wird dazu führen, dass man das ewige Leben erhält und dann meinen sie, sie gehen in den Himmel, wenn sie sterben. Den wahrhaftigen Gott müssen wir erkennen. Gott, den Vater und Jesus Christus, seinen Sohn. Schauen Sie, der Heilige Geist ist kein Gottwesen. Das ist auch eine falsche Idee, eine falsche Vorstellung. Einige glauben, es gibt nur eine Gottpersönlichkeit, andere glauben, es gibt eine Dreieinigkeit. Beide Ideen sind verkehrt. Sie sind deshalb verkehrt, weil Gott diesen Menschen die Wahrheit nicht offenbart hat. Und diese Menschen sind dafür nicht unbedingt zu verurteilen, weil Gott ja zunächst einmal bestimmt, wem er die Wahrheit offenbaren will. Aber wir müssen natürlich begreifen, dass Gott nur dann die Wahrheit offenbart, wenn er Menschen zu der Wahrheit beruft. Nun, jetzt erhebt sich die Frage, wie tut dies Gott das? Wie tut Gott dies? Ich meine, wie beruft er? Wie offenbart er die Wahrheit? Wie gibt er Verständnis? Wie ich sagte, wir feiern ja jetzt dieses Wochenende das Pfingstfest, am Sabbat natürlich, der wöchentliche Sabbat, aber dann der darauf folgende Sonntag, das Pfingstfest. Und wie ich sagte, zum Pfingstfest gab Gott den Heiligen Geist seiner neutestamentlichen Kirche. Nun, in 1. Korinther Kapitel 2 wird uns gezeigt, wie wir die Wahrheit erkennen können. Meine Damen und Herren, der einzige Weg, wie wir die Wahrheit erkennen können. Nicht durch eine falsche Vorstellung, nicht durch den Willen des Fleisches, nicht dadurch, dass wir sie erkennen wollen, sondern hier ist der Weg, der einzige Weg, wie Sie Gottes Wahrheit erkennen können. 1. Korinther Kapitel 2.
angefangen in Vers 4. Mein Wort, sagt Paulus, und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit. Schauen Sie, einige halten zum Beispiel den wöchentlichen Sabbat, weil sie sich von intellektuellen Argumenten haben überzeugen lassen. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um intellektuelle Argumente. Es geht nicht um überredende Argumente menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, hat Paulus gesprochen, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Schauen Sie, wenn Sie sich lediglich an Menschenweisheit wenden und vielleicht sogar für eine gewisse Zeit das richtige Glauben, das richtige tun, weil Sie einem Prediger Gottes geglaubt haben, aber sich nicht selbst bewiesen haben, dass dem so ist, dann kann das im Falle eines Zweifels, im Falle einer Prüfung, dazu führen, dass Sie sich abwenden von der Wahrheit. Denn Ihre Lebensweise beruht nicht auf der Kraft Gottes, nicht auf der Erkenntnis des Geistes. Und so sagt Paulus hier in Vers 6, wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit, zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Die einzige Möglichkeit, Gottes Wahrheit zu erkennen, ist, dass Gottes Geist zunächst einmal mit ihnen wirkt und dann in ihnen ist und von ihnen akzeptiert wird, dass sie sich von dem Geist Gottes mehr und mehr leiten lassen, die Weisheit dieser Welt ablehnen, die nichts von Gott und seinem Geist versteht. Nicht zu meinen, wir könnten uns zurückbegeben in die Weisheit dieser Welt, um von denen zu lernen, was wir über Gott lernen müssten. Nein, Gott hat es offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Und dann fährt er fort zu sagen in Vers 11, denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. Er macht hier einen Unterschied zwischen dem Menschen und den Tieren. Der Mensch unterscheidet sich von den Tieren dadurch, dass er einen Geist im Menschen hat. Einen Geist im Menschen, den die Tiere nicht haben. Und das erklärt letztendlich den gewaltigen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Die Wissenschaft heute versucht dies alles auf materielle Weise zu erklären und kann es nicht. Und richtig verstanden ist dies ein Beweis dafür, dass die Evolutionslehre nicht stimmen kann. Denn Gott hat den Menschen erschaffen und ihm einen Geist gegeben, der ihn von dem Tier unterscheidet. Aber Paulus sagt noch mehr. Also wie das so ist im Verhältnis zwischen Mensch und Tier, jetzt sagt er, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Schauen Sie, wenn Sie den Geist Gottes nicht haben, oder wenn Gottes Geist zunächst einmal nicht mit Ihnen wirkt, können Sie nicht erkennen, was in Gott ist. Und deswegen gibt es solche Vielfalt von Religionen, selbst im christlichen Bereich, viele Sekten, viele Ideen, viele Vorstellungen, weil jeder versucht, Gott auf seine Weise zu begreifen. Aber abgeschnitten von Gott und seinem Geist können sie es nicht verstehen. Schauen Sie, als damals Gott den Menschen schuf, Adam und Eva, da setzte er sie in einen Garten. Und in diesem Garten waren zwei Bäume, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und der Baum des Lebens. Und Gott sagte, von allen Bäumen dürft ihr essen, nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen war natürlich der Baum, von dem Adam und Eva aßen. Er war dies auch ein Baum der menschlichen Weisheit. Der Baum des Lebens stand für den Heiligen Geist. Der war ein Baum auch der Weisheit, der Erkenntnis Gottes. Der Mensch lehnte die Erkenntnis Gottes ab und hat damals der Weisheit der Welt gefolgt und hat jetzt diese ganzen Ideen entwickelt. Im politischen Bereich, im militärischen Bereich, im geistlichen Bereich, in den Religionen, in den Philosophien, in den Vorstellungen, die alle auf der Weisheit dieser Welt beruhen.
Wenn Adam und Eva damals von dem Baum des Lebens genommen hätten, hätten sie auch die geistliche Weisheit Gottes erlangt. Die haben sie aber damals nicht erlangt. Und der Mensch heute hat sie im Großen und Ganzen auch nicht erlangt. Nur diejenigen, die berufen sind, um es symbolisch auszudrücken, die berufen sind, von dem Baum des Lebens zu essen und es auch tun, können die Weisheit und die Erkenntnis Gottes erlangen, den Heiligen Geist. Und so lesen wir hier in Vers 12, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, der durch den Baum der Erkenntnis symbolisiert wird, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Schauen Sie, alles dies ist ein Geschenk Gottes. Die Tatsache, dass Sie verstehen können, was Gott ist, ist ein Geschenk Gottes. Die Tatsache, dass Sie berufen werden in diesem Leben, ist ein Geschenk Gottes. Und wie viel mehr noch ist ein Geschenk Gottes, wie wir noch sehen werden. Vers 13. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Schauen Sie, wir deuten heute, ich deute heute in dieser Predigt, geistliche Dinge für geistliche Menschen, wenn Sie ein geistlicher Mensch sind, der von Gottes Geist bewegt ist. Wenn Sie nicht von Gottes Geist bewegt sind, werden Sie nichts von dem verstehen, was ich hier sage. Und deswegen bekomme ich hin und wieder auch E-Mails und Schreiben, die deutlich machen, dass diese Menschen nicht von Gottes Geist bewegt sind. Wie heißt es hier in Vers 14? Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Nichts Wesentliches. Der mag, wie ich sagte, gewisse nebulöse Vorstellungen haben. Er vernimmt nichts, er akzeptiert es nicht, er erkennt es nicht, er nimmt es nicht an, er fasst es nicht, wie Christus sagte. Der nimmt nichts vom Geist, vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht verstehen. Schauen Sie auch hier wiederum. Es geht nicht darum, diese Menschen jetzt zu verurteilen und zu sagen, ach, was sind das für böse Menschen, die sich Gottes Wahrheit widersetzen. Er kann es nicht verstehen, denn Gott hat ihn nicht berufen, es zu verstehen. Er kann es nicht verstehen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Und Sie können nur etwas geistlich beurteilen, wenn Sie Gottes Geist haben. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt, in dem Sinne, dass ein natürlicher Mensch jetzt sagen kann, auch der ist ja irrsinnig, der glaubt ja diese falschen Dinge. Insoweit kann er nicht beurteilt werden von solchen Menschen, die sind inkompetent, dies zu tun, im Sinne Gottes. Vers 16. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Und wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Wir haben Christi Sinn dadurch, dass Christi Geist in uns wohnt und uns anleitet, das Richtige zu glauben und zu tun. Wie ich sagte, noch bevor der Geist in uns ist, und er kann nur dadurch einem Versprechen der Bibel gemäß in uns sein, wenn wir uns als Erwachsene, nachdem wir bereut haben, taufen lassen. Und dann werden uns die Hände aufgelegt von einem Geistlichen der Kirche Gottes. Und dann wird einem der Heilige Geist gegeben. Das ist die Folge, die sie in der Bibel klar und deutlich beschrieben steht. Aber wie ich sagte, bereits vor der Taufe arbeitet der Geist bereits schon mit uns, wenn wir berufen sind. Aber er muss eben in uns sein, damit wir mehr und mehr von der Wahrheit erkennen, mehr und mehr die Kraft erhalten, das, was wir gelernt haben, auch zu tun. Und er muss in uns sein, wenn wir sterben, damit wir bei der Wiederkunft Christi auferweckt werden zu ewigem Leben. Schauen Sie, wenn Sie sterben und Sie haben den Geist nicht in sich, dann werden Sie auch nicht auferweckt werden zum ewigen Leben. Sie mögen möglicherweise in der zweiten Auferstehung dann sein, aber nicht in der ersten. Von daher ist es wichtig, dass man den Heiligen Geist in sich hat, wenn man stirbt. Oder wenn man noch lebt und Christus kommt zurück, in dem Zeitpunkt, dass man den Heiligen Geist in sich hat. Nun, wenn Sie den Heiligen Geist erhalten haben und ihn dann wieder verlieren, dann allerdings haben Sie Ihre Chance vertan. Deswegen ist es natürlich ausgesprochen wichtig, dass wenn Sie den Heiligen Geist in sich haben, dass Sie ihn nicht verlieren. Das wäre gleichbedeutend mit der unvergebbaren Sünde, die keine Vergebung erlangen kann. Es ist also wichtig, weiterhin auf dem Weg der Berufung, dem Weg der Erkenntnis zu wandeln. Ich möchte hier kurz auch zum Ausdruck bringen, dass
alles dies, was hinführt zur Taufe, ein Geschenk Gottes ist. Nun, darauf werden wir noch eingehen. Also zum Beispiel die Reue, der Glaube. Alles dies sind Geschenke Gottes. Auch das können sie von sich aus nicht bewirken, erarbeiten. Aber wie gesagt, das wird dann in dem zweiten Teil der Predigt noch näher behandelt. Hier möchte ich kurz noch erwähnen, wie man den Sinn des Herrn erhalten kann, wie man den Heiligen Geist erhalten kann, wie man verstehen kann. In Apostelgeschichte Kapitel 2 lesen wir natürlich über das berühmte Beispiel des Pfingstfestes, als damals Jesus Christus den Heiligen Geist vom Vater erhielt und dann über die neutestamentliche Kirche ausgoss. Nun, er hatte den Jüngern gesagt, sie sollen in Jerusalem bleiben, bis sie mit Kraft von der Höhe ausgestattet werden würden. Es wird nicht unbedingt gesagt, dass er ihnen gesagt hatte, das wird zum Pfingstfest geschehen. Aber die Jünger hielten natürlich das Pfingstfest als eins der 7 Tage, die heilig sind, der 7 jährlichen Festtage. Und sie waren alle zusammen an einem Ort, hielten das Pfingstfest, wie es vorgeschrieben war, wie es nach wie vor vorgeschrieben ist für die Jünger Christi. Und dann wurde an diesem Pfingstfest der Heilige Geist ausgegossen. Und in diesem Falle sprachen sie in Zungen, in anderen Sprachen, als ein Beweis dafür, dass der Heilige Geist in der Tat ausgegossen worden war. Und die Menschen, die dort dann anwesend waren, erkannten dies. In den meisten Fällen, wenn sie heute getauft werden, haben sie dann nicht sofort die Gabe erlangt, in anderen Sprachen zu sprechen. Und ich spreche hier von menschlichen Sprachen. Es ist eine sehr gefährliche Idee zu meinen, man könne jetzt in Sprachen sprechen, die gar keine menschlichen Sprachen sind. Denn wissen Sie, Dämonen haben auch Sprachen. Und wissen Sie auch, dass wenn Sie in einer Sprache sprechen, die Sie selbst nicht verstehen und Sie selbst nicht wissen, was Sie sprechen, wie mir das einige so sagten, ja, wenn man in Zungen spricht, dann spricht man und man weiß selbst gar nicht, was man sagt. Das ist ausgesprochen gefährlich und geht hinein in die Welt der Dämonen. Um das klar und deutlich zu sagen, diejenigen, die Ohren haben, zu hören. Die meisten Menschen, die eben die Wahrheit Gottes nicht erkennen, werden das sofort ablehnen. Aber hier fragten dann die Menschen, den Petrus und die anderen Jünger, ja, was sollen wir dann tun, um diesen Heiligen Geist zu erlangen? Und so sagt er hier in Apostelgeschichte 2 und in Vers 38, Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, oder besser übersetzt, bereut. Bereut, was ihr getan habt. Bereut, dass ihr gesündigt habt. Bereut, dass ihr verantwortlich seid für den Tod Christi. Kehrt euch um, geht den anderen Weg. Den Weg der Liebe anstatt den Weg des Hasses. Den Weg des Friedens anstatt des Weges des Krieges. Und so weiter und so fort. Bereut. Und jeder von euch lasse sich taufen. Auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Es ist dies zwar ein Ritual, die Taufe ist ein Zeichen, dass man Reue hat, dass man Glauben hat, aber es ist ein notwendiges Ritual. Schauen Sie, Petrus sagt das deutlich. Lasst euch taufen, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Wenn man sich also nicht taufen lässt, besteht hier kein Versprechen, die Gabe des Heiligen Geistes zu erlangen. Und schauen Sie, was Petrus sagt, so werdet ihr erlangen die Gabe des Heiligen Geistes. Wiederum das Geschenk Gottes, das mit dem Verständnis der Berufung, der Reue, des Glaubens begann, dann in der Gabe des Heiligen Geistes zunächst einmal gipfelt, dann aber natürlich muss die Gabe des Heiligen Geistes auch im Leben angewendet werden. Nicht verloren. Die darf nicht verloren gehen. Aber auch hier wiederum, der Geist ist eine Gabe Gottes, die Sie erhalten können, wenn Gott Sie beruft. Und wenn sie der Berufung gemäß handeln. In Lukas Kapitel 11. Lukas Kapitel 11. In Vers 9. Ich sage euch. Bittet, so wird euch gegeben. Wen spricht er an? Ich sage euch. Er sagt es also ihnen. Er sagt es mir. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Aber wie Jakobus sagt, man muss auch im Glauben bitten. Man darf nicht bitten und gleichzeitig zweifeln, ob die Bitte auch erfüllt wird. Wer unter euch, sagt er in Vers 11,
Wohl unter euch ist ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete. Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, aber schauen Sie, er spricht jetzt zunächst einmal die Jünger an, hier, die den Heiligen Geist noch nicht erhalten hatten. Die hatten nach wie vor die natürliche Natur sozusagen, die menschliche Natur. Die waren noch böse. Die hatten sich noch nicht in das Gute verwandelt, was nur der Heilige Geist in uns tun kann. Und so sagt er hier, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, böse im Vergleich zu Gott, der Alleinige, der gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Es geht hier letztendlich um die Gabe des Heiligen Geistes, die von dem Vater kommen muss. Aber es geht nicht nur um den Zeitpunkt der Taufe, es geht um unser tägliches Leben. Wir müssen kontinuierlich den Vater um die Gabe des Heiligen Geistes bitten. Wir müssen suchen, wir müssen anklopfen und es wird uns aufgetan werden. Und wenn wir kontinuierlich den Vater darum bitten, uns den Heiligen Geist zu geben, der ist ja nicht statisch, wie ich dies bereits erklärt habe in vorangegangenen Predigten. Der Geist ist wie Elektrizität, der in uns fließt, oder wie Wasser, das von einer Quelle kommt, in uns fließt. Aber er soll ja dann aus uns herausfließen, anderen gegenüber, durch gute Werke, durch gute Emotionen, durch gute Worte, durch gute Taten. Und er muss dann nachgefüllt werden sozusagen, sodass es eine tägliche Verantwortung ist, die wir eben haben, Gott den Vater, um den Heiligen Geist zu bitten, kontinuierlich. Und Christus sagt hier, Gott wird diese Bitte erfüllen. Wenn wir suchen, werden wir finden. Wenn wir den Vater und den Heiligen Geist bitten, wird er ihn uns geben. Aber es geht um die, die berufen sind. Schauen Sie, er wird keinem den Heiligen Geist geben, selbst wenn er ihn darum bittet, der sich weigert, Gottes Wege zu gehen, der gar keine Erkenntnis hat, der gar nicht will, dass Gott in seinem Leben wirkt. Einem solchen wird natürlich diese Bitte nicht erfüllt werden, das ist klar. Christus spricht ja hier die Jünger an, die berufen sind. Aber auch die müssen nach wie vor bitten, den Heiligen Geist zu erhalten. In 1. Timotheus Kapitel 4, lesen wir in Vers 14. Auch hier wiederum spricht Paulus den Timotheus an und er sagt, lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist, durch Weissagung oder durch inspiriertes Predigen, mit Handauflegung der Ältesten. Die Gabe, von der hier die Rede ist, ist die Gabe des Heiligen Geistes. Und die wurde dem Timotheus gegeben, durch Handauflegung der Ältesten. Und er sagt, lass diese Gabe nicht außer Acht, vernachlässige sie nicht. Denn wenn du es tust, kann es dazu kommen, dass du diese Gabe wieder verlierst. In 2. Timotheus Kapitel 1, die Verse 6 und 7. 2. Timotheus Kapitel 1 und Vers 6. Aus diesem Grunde erinnere ich dich, Timotheus, daran, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Auch hier wiederum die Gabe, von der die Rede ist, ist der Heilige Geist. Und Paulus sagt, erwecke diese Gabe kontinuierlich, lass sie nicht einschlafen. Und wenn sie ein wenig eingeschlafen ist, erwecke sie wieder. Denn du hast den Geist der Kraft erlangt, du hast den Geist der Liebe erlangt, du hast den Geist der Besonnenheit erlangt. Benutze diese Gaben des Geistes, Teil der Frucht des Geistes, in deinem Leben. Aber es gibt eine Voraussetzung, den Heiligen Geist zu erlangen. Und nicht nur, schauen Sie, nicht nur vor der Taufe, sondern auch kontinuierlich unser ganzes christliches Leben hindurch. Apostelgeschichte Kapitel 5. Apostelgeschichte Kapitel 5 und Vers 32. Apostelgeschichte 5 und Vers 32. Da kamen die damaligen Mitglieder des Hohen Rates, des Sanhedrin, und verboten jetzt Petrus und den anderen Jüngern, die Wahrheit zu verkünden. Und er sagt, ja nun, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen, wir können diesem Gebot keine Folge leisten. Und er sagt, wir haben das ja alles erlebt, wie Christus gestorben ist, wie er auferweckt worden ist. Und er sagt hier in Vers 32, und wir sind Zeugen dieses Geschehens. Und auch wir heute sollen in dem Sinne Zeugen sein, indem wir Zeugnis ablegen,
indem wir das Evangelium als ein Zeugnis predigen der ganzen Welt, sodass Jesus Christus zurückkommen kann. Er sagt, wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist. Wir sagen das nicht nur so von uns aus, der Heilige Geist in uns motiviert uns, diese Dinge zu sagen. Mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, wiederum das Geschenk des Geistes wird angesprochen, die ihm gehorchen. Wie ich sagte, Gott gibt einem den Heiligen Geist nicht, der sich weigert, Gott zu gehorchen. Das gilt für diejenigen, die sich taufen lassen wollen, aber nicht willens sind, Gott zu gehorchen. Das gilt aber auch für uns heute, die wir den Heiligen Geist haben. Wenn wir aufhören, Gott gehorchen zu wollen, dann können wir tagtäglich ihn um den Heiligen Geist bitten. Er wird ihn uns dann nicht mehr geben, wenn er ihn uns vorenthält, wenn er wieder von uns genommen wird, weil wir uns jetzt bewusst auf einem Weg begeben, der dem Weg Gottes entgegengesetzt ist. Also es geht wirklich darum, dass wir Gott gehorchen müssen, kontinuierlich, um den Heiligen Geist kontinuierlich erhalten zu können. Das bedeutet also nun, dass Gott den Heiligen Geist gegeben hat und gibt, wenn wir bereuen, wenn wir unsere Sünden bereuen, kontinuierlich bereuen, wenn wir an ihn glauben, an Jesus Christus glauben, wenn wir den Glauben Jesu Christi, wenn wir den Heiligen Geist haben, in uns wirken lassen, wenn wir dies kontinuierlich tun. Und so stellt sich nun die Frage, wie können wir bereuen? Wie können wir Glauben haben? Wie können wir letztendlich dieses Verständnis erlangen? Und das ist etwas, was ich dann in der nächsten Predigt, im zweiten Teil dieser Predigt erörtern möchte. Denn auch das ist wichtig zu verstehen. Viele meinen, sie könnten sich das alles selbst erarbeiten. Aber die Bibel sagt uns etwas ganz anderes. Und wir müssen begreifen, dass es nur darauf ankommt und allein darauf ankommt, dass wir Gott in unserem Leben wirken lassen. Wenn wir es auf irgendeine andere Weise versuchen wollen, diesen Weg hin ins Reich Gottes zu finden, werden wir ihn niemals finden. Ich bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit zunächst einmal und verbleibe, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.